Ja, wir sitzen hier in Belek im Hotel Kaya Palazzo mit FCK-Neuzugang Hikmet Çiftçi. Hikmet, du bist am Mittwoch erst nach Laudern gewechselt von Aue. Freitag ging es hier ins Trainingslager. Ich denke mal, es waren relativ stressige Tage, die letzten, oder? Ja, stressig, intensiv, aber sieht gut aus bis jetzt. Wie waren denn deine ersten Tage hier bei den Roten als roter Teufel beim FCK? Ja, ich wurde hier sehr gut aufgenommen von den Jungs. Läuft bis jetzt alles sehr gut und hier wird sehr intensiv gearbeitet für die Rückrunde und ja, ich freue mich schon drauf. Und was genau waren deine Gründe, sich dann für den FCK zu entscheiden und an den Betzenberg zu wechseln? Ja, der FCK ist ein sehr, sehr großer Traditionsverein, die Fans überragend und ja, ich will dem Verein, der Mannschaft weiterhelfen. Ja, deswegen bin ich hier. Du hast ja auch die FCK-Trainer, sowohl Boris Schommers als auch Kevin McKenna, hast unter beiden schon trainiert. Ist es vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil, wenn man bei den Trainern schon bekannt ist? Ja, ist schon ein kleiner Vorteil, aber heißt jetzt nicht, dass ich jetzt eine Stammplatzgarantie habe. Jeder muss für seinen Platz arbeiten, trainieren und sich zeigen im Training. Du hast vorhin die Fans angesprochen, das FCK. Auf was können sich die Fans vom FCK denn freuen, wenn Hikmet Çiftçi auf dem Platz steht? Was für ein Spieler bist du? Erzähl doch mal. Ja, auf jeden Fall ein Mentalitätsspieler, ein Spieler, der ballsicher ist, sehr guten Passspiel hat und ja, ich werde alles geben und das Beste auf dem Platz zeigen. Du hattest heute auch schon deinen ersten Einsatz, heute beim Testspiel 4:1 gegen FC Aarau. Da hast du auf der Position des Linksverteidigers gespielt. Ich glaube, du bist sehr variabel einsetzbar, oder? Ja, eigentlich bin ich ein zentraler Mittelfeldspieler, aber der Trainer wollte heute, dass ich auf der linken Außenverteidigerposition spiele. Da, wo der Trainer jemanden aufstellt, da sollte man auch spielen. Nachfragen, warum. Sehr gut. Jetzt sind wir hier schon ein paar Tage in Belek. Wie ist das Trainingslager hier? Wie gefällt es euch hier als Mannschaft? Wie verbringt ihr so den Tag, wenn ihr mal nicht im Trainieren seid? Ja, wir haben hier alles, was wir brauchen, was für ein Trainingslager gebraucht wird, haben wir alles. Top Hotel, Top Plätze und ja, wir trainieren immer zweimal am Tag, intensive Einheiten und in den Mittagspausen sind wir öfters halt in den Zimmern und ruhen uns aus. Du hast die Mannschaft ja schon kennengelernt und gemeint, dass es eine gute Truppe ist. Was zeichnet diese Truppe aus? Ist es irgendwie eine besonders harmonische Truppe? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Truppe mit viel Spielern, die immer Späßchen machen und ja, das ist schon lustig hier. Bist du auch einer, der ab und zu Späßchen macht? Ja, kann man so sagen. Sehr schön, dann freuen wir uns drauf. Danke fürs erste Gespräch und wünschen noch viel Spaß im Trainingslager.